kommt her? Mehrere? Ich dachte, es kommt nur einer. Tot! Sie sind alle tot! Wirklich? Ah, der ist aber auch besonders schlau, der Typ. Okay, der andere scheint nicht zu kommen. Wo zum Teufel ist er? Wer? Ich? Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Scheiß, 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 scheiß. Ich glaube, der kommt, ne? Nein! Oh, hier ist auch noch einer. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ja, das können wir eigentlich ganz gerne machen, Kumpel. Und... Hä? Mach doch! Stoßen. Sorry, aber das musste sein. Bin aber auch nett heute, ey. Ich entschuldige mich bei jedem. Entschuldige. Entschuldigung, ich meinte entschuldige. Hören die das, wenn ich Türen aufmache? Ja, mein Onkel war auch so ein Typ. Wie, dein Onkel war auch so ein Typ? Wie, was soll ich darunter verstehen? Hat der jetzt auch so, wie ich jetzt hier, Leute erlöst, oder? Inwiefern? Bisschen Genauigkeit wäre besser. Können wir das denn benutzen hier? Erste Hilfe. Ach, cool. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, hier irgendwo hoch, ne? Müssen wir hier rein? Ausgezeichnet. Und wir sind drin. Ich glaube, hier wäre es eigentlich ganz... Oh, guck mal, wie geil wir sind. Dann... Was? Einen anderen Eingang? Kommen wir hier irgendwie durch? Irgendwie habe ich so... das Gefühl, dass wir durch den Spiegel müssen. Wo willst du denn hier durchgehen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay. Im Feuerzeug. Komm, lass mal einen fahren. Victoria. Und sie ist eine Menge Geld wert. Sie scheint so eine Art Wunderkind zu sein. Keine Ahnung. Egal. Wir gehen rein, schnappen sie uns und verstecken sie, bis die sie freikaufen. Kannst ja gern versuchen. Was mich mehr interessiert, warum liegen hier Zigarettenstummel? In deiner Labore gezüchtet. Hey, ja. Warum liegen hier Zigaretten in den Lüftungsschächten? Alles okay? Ah, das war's. Alter, haben wir Minus. Heilige Scheiße, haben wir Minus. 5 Nicht-Ziel-Todesfälle. Scheißendreck. Ja, es tut mir jetzt natürlich echt leid. Tut's mir wirklich, weil ich wusste aber auch nicht, wie ich die sonst umbringen soll, so, ne? Meine Güte! Kannst du nicht mal anklopfen? Gut gemacht, Sanchez. Ja. Yeah. Wer ist das, ein Kopf? Ein Privatschnüffler oder so? Verdammte Scheiße. Oh. Oh. Was soll der Mist? Es ist kein Privatschnüffler. Das ist ein verdammter Geist, ein Mythos, ein beschissener Hitman. Hitman? So eine Scheiße. Oh. Wovon sprichst du denn überhaupt? Das verändert jetzt alles. Das verändert alles. Und was machen wir jetzt mit ihm? Klopf, 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 Housekeeping. Mist. Hallo. Was machst du jetzt? Ich improvisiere. Buenos dias, Pepita. Hallo. Ja, wir haben ein Problem. Kommen Sie rein und machen es sauber. Ja, das wäre toll. Jetzt gleich? Ja, kommen Sie nur rein, Schätzchen. Oh mein Gott, das ist... Ist total ab,
dich. Na, wenn das kein sauberer Schnitt war. Wissen Sie, nichts wäre mir im Moment lieber, als Sie gleich hier umzulegen. Muss ich der Mörder des großen Hitman sein? Nein, diese Art von Aufmerksamkeit brauche ich nicht. Also, hören Sie zu. Glauben Sie mir, Sie haben etwas ganz Schlimmes getan. Aber jetzt wird man nicht mehr nach einem Killer suchen, habe ich recht? Killer? Ich sag's Ihnen, eigentlich kenne ich sowas nicht. Aber heute ist ein besonderer Tag. Besaufen wir uns! Hier, trink einen Schluck. Danke. Nein. Andererseits... ist das schlecht für die Leber. Plätscher, plätscher. Würdest du das bitte lassen? Das ist ein idiotischer Plan. Komm schon, Schätzchen. Machen wir uns lieber aus dem Staub. Adios. Rennen um dein Leben, das sieht natürlich auch gar nicht so gut aus. Scheinbar haben wir hier auch gerade ein bisschen Feuerchen am Start. Ich glaube, das ist jetzt ungünstig, aber wir können auch gleich ein Fenster abhauen, also ist das auch kein Problem. Ich hätte gesagt, wir springen runter, aber ich glaube, schwierig. Denken jetzt, die wollen uns umbringen. Wer wissen die denn das? Die wissen, waren die da schon drin jetzt? Oh Gott, sind die blöd. Alter. Toll, jetzt haben wir noch Gesellschaft aus dem Dach hier. Ja, Sir, verstanden. Der Verdächtige kommt direkt auf uns zu. Eine zweite Stunde. Sorry. Gib mir mal deine Verkleidung, bitte. Ja, ich wollte das jetzt nicht. Wirklich nicht. Aber... ihr habt euch selber verbockt. Sorry. Lass hier jetzt einfach mal liegen. Guck mal, hier ist ein Raum. Können wir da irgendwas machen? Vielleicht mit dem Fahrstuhl fahren oder sowas? Wo mit dem Fahrstuhl im Brandfall so ist ja meistens eigentlich so gut. Sind wir gerade vom Dach gesprungen? Ah, nein. Autsch. Alles klar hier. Okay, jetzt müssen wir auch noch vor der Polizei abhauen. Eigentlich war das ja unser Job, kann man sagen. Ich wähle jetzt einfach mal die Waffe hier aus. Oh, hier natürlich eine richtig dicke Waffe. Schüsse erregen mit Sicherheit unerwünschte Aufmerksamkeit. Das glaube ich dir sogar ganz gerne. Wenn da so ein fetter Knall kommt, dann ist man durchaus ein bisschen abgelenkt. Keine Spur vom Verdächtigen.
So, pack das mal weg. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wie man die Leute ruhig stellt. Scheiße, da ist einer. Sieh mal da drüben nach. Wow, Alter. Warum sind da so viele? Alles klar hier. Okay. Schon gehört? Sämtliche Bezirke zwischen Edison und Heidelberg. Okay, komm. Sorry, aber kann ich nicht ändern. Können wir den irgendwo verstecken hier? Da hinten vielleicht. Ich ziehe jetzt einfach... Ach, cool. Perfekt. Können wir ihn gleich loswerden? Okay, hier haben wir... Ah, Klappmesser und Hammer austauschen. Nee, ich bleibe beim Klappmesser, glaube. Warum sind hier denn so viele Polizisten? Haben die gerade Lesestunde oder? Was machen die hier? Oh, scheiße. Wo geht der lang? Wird nicht angezeigt. Okay, wir könnten ihn sicherlich jetzt umbringen, aber das wäre mir... What the fuck? Das ist mir zu gefährlich. Ja, dann mach doch mal. Hier prügelt sich doch keiner. Quatsch. Scheiße, das schaffen wir nicht. Okay, mich hat keiner gesehen. Können wir ihn nicht leise ausschalten? Wir können doch jetzt nicht einfach erschießen. Okay. Aber ich tue ihn jetzt einfach mal irgendwo dahin in eine Kiste schmeißen. Sicherheitshalber. Das war gerade echt super knapp. Ja, okay. Ich wollte eigentlich hier in die Kiste klettern, aber irgendwie kam der Sack ja noch ein bisschen schneller als gedacht. Also habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Machen wir es halt so. War zwar gefährlicher, aber was willst du machen? Okay. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Mist, jetzt hätten wir es fallen lassen müssen. Klappmesser und Schere nützt uns jetzt auch nie so viel. Oh shit, wo ist denn der? Wir müssen irgendwie nach da hinten. Okay, also wo sind wir reingekommen? Hier drüben, oder? Richtig. Du hast gesagt, dieser Kerl ist extrem gut ausgebildet. Eine der Türen. Ach wirklich? Wir müssen auch die oberen Bereiche sichern dabei. Sehr gut. Alles klar. Der östliche und der westliche Flügel ist gesichert. Wir müssen doch noch irgendwo anders langkommen. Haben wir genügend Männer? Ich versuch mal irgendwie hochzukommen. Von hier sind wir ja gekommen. Können wir den rein... Ja, könnten wir, aber ist mir jetzt zu gefährlich. Da ist noch eine Waffe, da ist noch ein Kästchen. Ja, es bringt mir alles nicht so viel. Ist das da der einzigste? Okay, das könnte ganz gut gehen jetzt, ne?
Okay, das war einer. Die kommen doch jetzt bestimmt hierher. Das hat uns jetzt aber auch nicht wirklich so viel gebracht. Ich könnte jetzt höchstens versuchen, hier durchzuschleichen. Okay, das war's. Das war's doch schon wieder. Ach, Mann. Okay, ich gehe jetzt einfach mal nach hier oben. Ich bleib jetzt auch hier. Jetzt haben sie uns doch eh hier. Eigentlich kann ich gleich aufgeben. Jetzt eh keinen Zweck mehr. Geh doch durch. Och Gott. Geh doch durch, du Idiot. Okay, scheinbar sind wir hinten ganz gut verborgen. Ich habe keine Ahnung, wie uns der da eben sehen konnte. Okay, da steht noch einer. Zwei. Drei. Da ist das Ziel. Wir können jetzt rein theoretisch auch Ziel feuern. Aber auch nur rein theoretisch. Wow. Dreh dich doch mal um. Na komm, nur ein kleines... Ah, nein. Wie bist du denn? Na komm. Oh, scheiße. Ich habe das Gefühl, das war nicht so die beste Idee. Habe ich nicht eben noch gesagt, ich glaube, das war nicht so die beste Idee? Ich erinnere mich daran, das gesagt zu haben, glaube. Whoop. Whoop. Kannst du erstmal durchnehmen? Du. Du. Wahrscheinlich können wir jetzt eh nicht hier durch. Oder doch? Hä? Das überrascht mich jetzt aber tatsächlich. Wo müssen wir denn lang? Ach, wir müssen noch höher. Okay, wir müssen klettern. Whoop. Ist da jemand? Nope. Alles klar. Ich hier rum die ganze Zeit diese... Ach komm, was soll's. Kann doch nicht schaden. Punkte sind eh schon im Keller. Also von daher. Wow. Ja, ist klar.
Ja, gut. Die mit dem Heli gegen uns. Gegen uns zu Fuß. Warum denn nicht? Wo müssen wir denn hin? Okay. Komm, komm, komm. Als wir gingen die Musik nicht noch lauter. Alter, ich krieg ja einen Hörsturz. Kann mich ja selber schon gar nicht mehr hören. Ich glaube, ich muss mich nicht fragen können, warum erstens der Heli jetzt weg ist. Beziehungsweise warum der Heli nicht mehr von uns schießt. Und drittens, warum Zöller es geschafft hat, aus diesem der Verdächtige läuft in ihre Richtung. Crouch-Sprung da, ne? Muss ich nicht viel zu sagen, hoffe ich. When you are all that I want, but don't have, and I'll run into the sea, follow this heart that escapes me, it escapes me, and I'm although it feels